Ein gesegneter Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen in Jesu Namen. Wie wunderbar, dass du diesen Tag mit dem Herrn beginnt. Und schau mal zu deinem Nachbarn und sag, schön, dass du da bist. All diejenigen, die zugeschaltet sind, schön, dass ihr da seid. Oh, Gloria, dass der Herr dich reichlich segnen möchte. Wir dürfen der Gnade Gottes gehen. Er hat wunderbare Verheißung in unserem Leben. Oft vergessen wir das. Wir vergessen, wie gesegnet wir sind. Der Herr möchte dich reichlich segnen in Jesu Namen. Hast du schon gemerkt, wie Menschen letzte Zeit müde sind? Interessant ist, müde sind gewöhnlich nicht die, die vielleicht alt sind oder die, die viel arbeiten. Aber die Müdigkeit, sie breitet sich aus in allen Bereichen. Wenn ich so denke an meine Mutter, sie hatten damals Holzherd, keine Waschmaschine, keine Geräte eigentlich zu Hause, musste alles manuell gemacht werden. Wir haben 10 Geschwister, mit Windeln war das sowieso so eine Geschichte. Und irgendwie habe ich sie nie müde gesehen. Und wenn ich heute uns sehe, ich glaube, mehr als wir an Geräten haben, hat es überhaupt nie gegeben. Und trotzdem, wir haben keine Zeit, wir werden so oft müde. Und wir merken gar nicht, dass der Feind hat uns als Christen müde gemacht. Und ich sehe so viele müde Christen. Hast du gemerkt, wie viele Menschen müde sind? In Jesaja Kapitel 40, da spricht der Herr dieses Thema an. Jesaja Kapitel 40, ab Vers 29, 28 lesen wir. Jesaja 40, 28. Begreift ihr denn nicht, oder habt ihr es nie gehört, der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachenden macht er stark. Selbst junge Menschen werden müde und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf dem Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwinge wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Körperliche Müdigkeit kannst du mit Schlaf besiegen. Wenn du 24 Stunden mal gut geschlafen hast, dann solltest du die Erschöpfung besiegt haben. Aber ich merke, dass die Müdigkeit, die heute die Gesellschaft betrifft, die ist nicht körperlich, sondern wir sind müde. Wir sind müde von der Regierung, wir sind müde von dem System, wir sind müde von unserer Arbeit, wir sind müde von der Familie, wir sind müde von uns selbst, wir sind müde von unseren Fehlern, wir sind müde von der Gemeinde, wir sind müde von unseren immer wiederkehrenden Herausforderungen mit Brüdern, Verantwortlichen, Vorgesetzten, Geschwistern, Ehepartner, Eltern, Schwiegereltern. Und wir merken gar nicht, dass der Feind etwas gesetzt hat. Die Bibel sagt, dass die Welt liegt im Argen. Und es gibt Fürstentümer in dieser Welt, in der unsichtbaren Welt. Ab dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, ist etwas Neues in dir geschieht. Du bist ein neues Geschöpf. Die Bibel sagt, dass du gehörst jetzt dem Herrn. Du bist hier außerirdisch und du gehörst zum Herrn. Und eine neue Perspektive, ein neues Leben, eine neue Kraft, eine neue Fülle, eine neue Erkenntnis und ein neues Leben hat Gott dir gegeben. Und ab diesem Moment hast du einen Opponenten, hast du einen Feind, hast du einen Gegner. Und die Bibel sagt, dass er ist der Herr dieser Welt. Er ist der Herr der Finsternis. Und er versucht, dein Leben zu zerstören. Und er versucht uns die Hoffnung zu rauben und er versucht uns müde zu machen. Diese Müdigkeit, sie ist nicht nur im Bereich vom Land, ist nicht nur im Bereich von Familie, ist nicht nur im Bereich von Menschen. Es ist eine Müdigkeit, die Fürstentümer aufsetzen, damit die Gemeinde Jesu Christi nicht voraus ist. Und diese Fürstentümer, sie besetzen nicht nur Ämter in der Politik, nicht nur Städte, sie besetzen auch Gemeinden. Und wir merken oft gar nicht, wie sehr der Feind uns mit Lügen angegriffen hat, damit wir müde werden, wo wir fallen in alten Maßstäbe des Feindes, wo wir nicht mehr die Waffenrüstung Gottes anhaben und wo wir nicht in der Liebe gehen. Es gibt Mächte, die möchten hindern, dass du gefährlich wirst für die Hölle. Und wir merken oft gar nicht, wie der Feind versucht, uns zu rauben, das, was Gott uns gegeben hat, die Freude am Herrn. Und wenn wir anfangen, in der Gnade Gottes zu gehen, unabhängig von unseren Umständen. Jemand, der mich ganz besonders begeistert, ist der Apostel Paulus. Wenn es jemand gibt, der mutlos und der müde sein konnte, war er. Er wurde verlassen von all den Menschen, die er geholfen hat. Er wurde eingekerkert, er wurde gefoltert, er wurde verpeitscht. Er war in Kriegsgefangenschaft, er war in Schiffbrüche, Erlebnisse. Und er fängt immer mal an mit dieses, freut euch in dem Herrn. Er schreibt aus dem Gefängnis. Und du siehst nicht, wie er sich beschwert. Du siehst nicht, wie er über die Regierung reklamiert, sondern er ermutigt das Volk Gottes auf dem Herrn zu schauen. Wo ist diese Kraft her? Wo ist die Kraft? Wie kann ich als müder
Krieger, als müder Kämpfer wieder neue Kraft schöpfen. Ich merke immer wiederum, dass wenn der Feind anfängt, uns im Leben zu besetzen, wir anfangen, seine Lügen zu glauben. Dass wir nicht können, dass wir nicht sind, dass der andere schuld ist, dass wir ungerecht behandelt wurden, dass eigentlich alles ungerecht war und dass wir müssen uns einsetzen, wir müssen unsere Rechte kämpfen. Und das fing schon an damals mit meinem Vater, Bruder, Schwiegermutter, damals in der Arbeitsstelle. Wir schauen auf die Vergangenheit, wir schauen auf die Menschen, die uns verletzt haben. Wir schauen auf die Ungerechtigkeit dieser Welt. Und desto mehr du die Ungerechtigkeit dieser Welt fokussierst, mehr fokussierst du auf diesem Welt, auf dem Herrn dieser Welt und du wirst entmutigt. Und wir haben hier eine Ermutigung, die Bibel spricht, die werden wie Adler. Wenn du Adler siehst, die Sicht der Adler ist eine ganz stark dimensionale Sicht. Der Adler sieht nicht nur oben, der Adler sieht nur nicht alles um sich, der Adler sieht sogar unter dem Wasser. Der Adler, er fliegt hoch. Und interessant ist, der Adler, er fliegt mit einem Ziel, er fliegt voran. Wenn du einen Geier siehst, die Geier, die kreisen, ein Adler nicht, ein Adler, der fährt gerade. Der lässt sich nicht von den all den, sei es Wind vom Sturm, sondern er fliegt über den Sturm. Und der Herr, er bringt uns in der Verheißung, ich dachte früher immer, wie können Menschen kraftvoll sein? Erinnere dich mal von Menschen, die kraftvoll sind. Mein Vater hatte einen guten Freund und dieser Freund war ein Evangelist. Und dieser Evangelist, das war so ein starker Mensch. Der hatte so eine Freude, der hat jedem evangelisiert, sogar die Kühe im Stall, er hat jedem evangelisiert. Und ich kam eines Tages zu meinem Vater, ich sage, mein Vater, dieser Mann, er ist so stark, er kann evangelisieren. Nein, sagt mein Vater, er ist nicht so stark, er kann evangelisieren. Er kann evangelisieren und deswegen ist er stark. Ich dachte, wow. Geschwister, die Bibel sagt uns, dass das Evangelium, und das kommt, der Apostel Paulus kommt so klar in unserem Leben, über dieses, was Gott in unserem Leben tut, in 1. Korinther 1, Vers 18, sagt er, dass Evangelium von Christus am Kreuz muss freilich an allen, die verloren gehen und unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade diese Botschaft Gottes Kraft. Das Evangelium bringt uns Kraft. Nicht nur, dass du Kraft bekommst, wenn das Evangelium verkündigt wird, sondern die Verkündigung des Evangeliums, es gibt dich Kraft. Ein Motor, es hat nur Kraft, wenn es angezündet wird. Ich erinnere mich von einem lieben Bruder, er war mal sehr mutlos, er war in der Gemeinde und hatte sehr viele Herausforderungen. Und er hatte Gemeindedienst verlassen, weil er war so müde, hat einen Dienst verlassen, hat anderen, zuletzt hat er das Studium verlassen und seine Müdigkeit ging nicht weg. Und dann war ein guter Freund von mir, er war ein Sohn von einem Evangelisten und der sagt, geh mal mit meinem Papa, der wird schon vorher bei dir rauskriegen. Und er hat ihn einfach mal mitgenommen zur Evangelisation und sein Vater sagte zu dem Jungen, du gehst heute nicht nach Hause, solange eine Person nicht Jesus aufgenommen hat. Und interessant ist es, am Ende eine Frau hat Jesus aufgenommen und dieser Mann war so begeistert, er kam nachher zum Gebetsgottesdienst, er war schon Jahre nicht im Gebetsgottesdienst, hat erzählt, wie diese Person Jesus auf und wie Gott gewirkt hat. Geschwister, das Evangelium vom Kreuz ist die Kraft Gottes und wir merken oft gar nicht, wie sehr wir gehindert werden. Wenn wir im Alten Bund schauen, in 1. Samuel 2 sagt er, die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Die neue Kraft kriegen wir, die auf dem Herrn haben. Wir merken oft gar nicht, dass wir nicht Hoffnung haben, weil wir nicht mehr nach dem Wort Gottes. Wir sind eine Gesellschaft. Wir haben noch nie, hatte man so vieles zu verfügen. Sei es jetzt an Unterhaltungselektronik, an Telefon, an Möglichkeiten, die Welt zu bereisen, an Intelligenz, sei es die artifizielle Intelligenz, sei es die natürliche Intelligenz, sei es die angeberische Intelligenz. Aber wir haben so viel Zugang von so vielen Quellen und wir sind so beschäftigt, dass wir selbst entscheiden, über was wir glauben und nicht. Wir lassen nicht mehr zu, dass Gottes Wort uns leitet. Früher in einer Gemeinde war Gottes Wort und das wurde das Wort gepredigt und das war die Lehre. Heute hast du 329.000 YouTube-Kanäle und jeder bringt eine andere Vision von einer anderen Denomination und wir entscheiden uns, ich glaube dies und ich habe hier Gemeinschaft zum Kaffee, hier habe ich die Konferenz, hier suche ich dieses und wir haben so einen Salat, das wir zusammengeformt haben im Glauben und wir staunen, wieso wir so müde geworden sind. Die Bibel, ich bin begeistert, wenn ich Gottes Wort lese, wenn ich sehe, dass Gott im Psalm 100, im Psalm 19, sagt er, das Wort des Herrn ist vollkommen. Es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie macht auch den Klug, der bisher gedankenlos im Tag hineinlebte. Das Wort des Herrn ist vollkommen und schenkt Kraft. Die Hoffnung für alle sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und belebt und schenkt neue Kraft.
Die Kraft, die wir brauchen, ist nicht irdische Kraft, wir brauchen übernatürliche Kraft. Diese übernatürliche Kraft, die uns befähigt, in Kraft zu gehen, die uns befähigt, ermutiger zu sein, die uns befähigt, dass wir dem anderen, wenn wir mit ihm zusammen sind, dass er gesegnet, dass wir summieren, dass wir in seinem Leben Neues bringen. Und nicht, dass wir so eine Überflieger sind, die überall aller Welt Besserwisser sind und nicht merken, dass wir selbst müde geworden sind. Und wenn wir mit jemandem zusammen sind, der wird auch noch müde. Und wir sind berufen, anders zu sein. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, was der Herr uns zeigt. Im Psalm 22 sagt er, er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wege und macht seinem Namen damit alle Ehre. Psalm 23, Vers 3. Er gibt neue Kraft. Hast du schon diese neue Kraft erfahren? Oder gehen wir in alte Liturgien, in alten Gewohnheiten, in Dingen in unserem Leben, die uns rauben, die Kraft, und wo wir gar nicht merken, wie sehr wir distanziert wurden von der Gnade Gottes, wo wir in der Liebe Gottes irgendwie uns verloren haben. Im Psalm 138 sagt der Vers 3, als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und hast mir neue Kraft geschenkt. Ich möchte sagen, die Kraft, die kann nur einer geben, der Kraft hat, und das ist der Herr. Aber oft sind wir so ermüdet, wir merken gar nicht, dass wir sind müde von der Familie, wir sind müde von den Angehörigen, wir sind müde von unserem Partner, wir sind müde von der Gemeinde, müde vom Bibellesen, müde vom Beten. Und wir merken oft gar nicht, ein Bruder rief mich an aus Brasilien und sagt, ich bin müde von meiner Gemeinde, von der Liturgie, die Predigten, ich kenne das schon alles. Ich sage, weißt du warum? Weil die Bibel ist ganz klar, er sagt, ich weiß nicht mal, ob Gott überhaupt in dieser Gemeinde ist. Ich sage, die Bibel sagt, wo 2 oder 3 sich versammeln in seinem Namen, er ist da mitten. Also Gott ist in der Gemeinde. Das Problem ist unser Fokus. Wir fokussieren oft um die Tätigkeit, um den Prediger, um den Lobpreis, um die Personen, um unsere Gemeinschaften, um die Person, die ich erwartete, heute zu treffen. Unser Ziel ist nicht mehr Gott. Oft sind wir frustriert und müde von der Arbeit, weil wir nicht für Gott arbeiten. Oft sind wir müde von unserer Beziehung, weil wir nicht für Gott leben. Es ist Gott, er ist der Herr unseres Lebens. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, Halleluja, schenkt er uns neue Kraft. Und er möchte uns führen, er möchte, dass wir wieder in seiner Gnade gehen. Er möchte, dass wir in seiner Liebe gehen. In Daniel Kapitel 10 kommt Daniel mit einem wunderbaren Ereignis. Er fastet für sein Volk, für die Nation. Juda war damals 70 Tage in der babylonischen Gefangenschaft und er hatte gelesen im Wort, dass nach 70 Jahren würde die Befreiung kommen. Und er betet und fastet und bittet Gott, dass er dieses erfüllt. Und dann kommt der Herr und offenbart sich seiner. Und da kommt der Engel des Herrn und er redet mit ihm und bringt ihm Weisheit über was geschehen wurde. Und er sagt, ich bin so müde, ich hatte keine Kraft mehr. Und dann sagt er, Vers 18, der Engel, der wie ein Mensch aussah, berührte mich noch einmal. Und seine Berührung gab mir dadurch Kraft. Wir brauchen eine Berührung von Gott, um wieder Kraft zu bekommen. Und diese Berührung von Gott ist oft ganz anders, als wir denken. Ich erinnere mich, wo ich jung war eines Tages, ich habe gearbeitet und ich ging zur Uni und ich weiß, eines Tages war ich ganz müde und ich kam zu meiner Mama und ich sagte, wie geht's? Sie sagte, ich bin schrecklich müde. Sie sagte, okay, dann ist Zeit, in den Gottesdienst zu gehen. Ich sage, wie bitte? Ich sage, die ganze Woche brauchte ich nicht gehen. Nein, sag, die Woche warst du frisch, jetzt bist du müde, jetzt musst du gehen. Und ich erinnere mich, damals bin ich zum Gottesdienst gegangen und das war das erste Mal, wo Funken auf meiner Frau. Ich dachte, Mensch, was ist hier los? Und ich habe gemerkt, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, Gott gibt uns seine Kraft und das ist sein Ziel. Und wir merken oft gar nicht die Müdigkeit, sie hindert uns in der Kraft Gottes, in der Gnade Gottes zu gehen. Und wir merken nicht, wie sehr die Müdigkeit, die vom Feind kommt, uns raubt. Wir waren gestern im Frühstück in einem Lokal und wo ich hineinkam, merkte ich auch, hier ist eine ganz andere Luft, hier ist ein Fürstentum, ein Wirken. Geschwister, oft merken wir gar nicht, dass der Feind umhergeht wie ein brüllender Löwe und er möchte dir die Freude rauben, er möchte dir die Gemeinschaft rauben und er möchte dich distanzieren von deiner Berufung. Und er kommt mit Lügen in unserem Leben und sagen, dass dein Bibellesen, dein Gebet, dein Gottesdienstbesuch, dass es eine Liturgie ist, dass es überhaupt nichts bringt. Und wir merken gar nicht, wie sehr der Feind uns beraubt hat an der Kraft, an der Liebe. In 2. Korinther 4, Vers 16 ist ein Vers, den begeistert mich. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte ausgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag mit neuer Kraft erneuert. Eine andere böse Übersetzung sagt, darum verlieren wir nicht den Mut, selbst wenn wir alt werden. Also ich nehme diese nicht an, also wir nehmen die richtige. Darum verlieren wir nicht den Mut, wenn unsere körperlichen Kräfte ausgezehrt werden. Wird doch das Leben, das von Gott schenkt, von Tag zu Tag mit neuer Kraft erfüllt. Wenn wir wissen, in was für einer Kraft, in was für einer Gnade. Ich erinnere mich an einen sehr guten Pastor. Er sollte übrigens diese Woche herkommen, aber er hat einen
Gesundheitsherausforderung gehabt. Er war eines Tages sehr depressiv und ein Bruder von ihm hatte Angst, dass ich was antun würde. Er sagte, ja, du kannst du mich mal einfach mitnehmen. Er ist nach Deutschland gekommen und ist damals eine Woche jeden Tag zum Frühgebet gekommen. Und Gott hat ihm sowas von erneuert. Er ist so in Kraft gegeben. Er sagte, Pastor Theodor, ich fahre nach Brasilien, schicke meine ganzen Pastorenrat hier zum Frühgebet. Ich sage, bitte nicht, bitte nicht. Aber er ist so einer Kraft gekommen. Er sagt, ich wusste gar nicht, ich bin Pastor seit so vielen Jahren. Und oft vergessen wir, dass Gott daran interessiert ist, dass wir in Frische, dass wir in Kraft, dass wir in Liebe, dass wir in Gnade gehen. Und die besten Predigten sind die, die du selbst dir predigst. Wo du sagst, hab keine Angst, werd nicht müde, geh neu auf dem Herrn. Lass, dass der Herr dir Kraft schenkt. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Beschäftige deine Gedanken mit dem, was Gott sagt. Wir sind oft müde, weil wir uns beschäftigen mit müde Themen. Du beschäftigst dich mit Politik, du beschäftigst dich mit Umwelt, du beschäftigst dich mit der Ungerechtigkeit dieser Welt. Du beschäftigt bist und bist traurig, warum die Bösen so böse sind. Ah, Geschwister, ich möchte sagen, der Feind, der hat seine und die Bösen, sie sind böse. Beschäftige dich damit. Beschäftige mit den Guten, die gut sind. Beschäftige dich mit dem, der gut ist. Hab deinen Gedanken neu. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, Erneuerung unserer Gedanken. Oft sind wir schon hunderte Jahre sozusagen im Christentum, aber unsere Gedanken kreisen immer noch um unsere Wohnung, um unsere Arbeit, um unsere Beziehung, um wie ich ungerecht behandelt wurde, wie damals mein Ex und wie das und ist. Wir kommen nicht im Neuen. Und unabhängig, wo wir hinkommen, wir kommen immer mit demselben Getöse, mit unserem selben Geschirr, mit unserem selben Anzug, mit unserem neuen, dasselbe, was wir jedes Tag auftragen. Nein, die auf dem Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. Gott schenkt dir neue Kraft, du darfst in seiner Gnade gehen. Und er möchte dir, er sagt in Vers 28, begreift ihr nicht oder habt ihr es noch nie gehört? Der Herr, der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde. Ich Schwester, wir begreifen es oft nicht, dass der in uns ist, er ist stärker, er ist größer, er ist mächtiger, er schenkt uns Kraft. Selbst wenn wir müde werden, in Kraft zu gehen, selbst wenn wir mutig sind, in Freude zu gehen, selbst wenn Menschen uns verletzt haben, unsere Verheißung auf dem Herrn zu rufen. Nicht zuzulassen, dass das, was der Feind in unserem Leben tut, wir brauchen eine Erneuerung in unseren Sinnen. Wir müssen erkennen, dass wir Autorität haben über die Mächte der Finsternis. Und oft musst du einfach in Anspruch nehmen, was Gott dir gegeben hat. Ich weiß, gestern, ich kam und ich sagte, Gott, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich nehme in Anspruch dein Wort, ich nehme in Anspruch das Blut Jesu Christi, ich beanspruche die Autorität im Namen Jesu und keine Waffe, die gegen mir geschmiedet wurde, wird erfolgreich sein. Ich werde das tun, was du mir beauftragt hast, ich werde in Freiheit gehen, ich werde in Kraft gehen und ich werde in Freude gehen und ich werde nicht müde werden. Geschwister, wir haben Autorität, aber oft merken wir gar nicht, du hast den Geist Gottes in dir. Das bedeutet, du bist ein Prophet. Also wenn der Prophet sagt, ich bin müde, wer kann dagegen sprechen? Geschwister, wir haben Gottes Wort. Und Gottes Wort schenkt uns die Hoffnung, dass wir Neues hineinreden. Dass du, es ist Zeit, dass du mal deinen Spiegel predigst. Und ihm sagst, was los ist. Anfängst zu sagen, dass du nicht mutlos bist. Weil die größte Müdigkeit verursachen unsere immer wieder eintretende Fehler, wo wir wieder im Fettnäpfchen treten. Sagst du, nein, schon wieder, ich bin schon so alt und schon wieder diesen Fehler. Und das darf noch nicht sein. Und jetzt habe ich das verloren, jetzt habe ich das vergessen. Nein, wir verheißen die Gnade Gottes. Danke Gott, dass du mich hier bewahrt hast. Danke, dass ich in deiner Gnade gehen darf. Danke, dass du wunderbar mich führst. Wenn wir anfangen zu danken, geschieht eine Veränderung in unserem Sinne. Und die Programmierung, die der Feind mit einem Update der Mutlosigkeit hineingebracht hat, sie wird weggenommen. Du hast wieder Kraft, du hast wieder Freude und du hast wieder Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Heiligen. Nicht, weil du oder sie besser sind, sondern weil Jesus das Zentrum. Es ist seine Gemeinde. Und er sagt, wir sollen sie nicht verlassen. Er sagt, wir sollen sein Wort lesen. Er sagt, wir sollen beten. Natürlich geht es nicht um ein Gebot, sondern es geht um eine Beziehung, eine lebendige Beziehung. Und das ist mein Gebet auch für dich, dass wir nicht so sind wie Adam. Gott kommt und sagt, wo bist du? Und wenn wir uns schammen, wenn wir mit Angst erfüllt sind, verstecken wir uns. Und wie oft verstecken wir uns? Zu Hause, wir verstecken uns in unserem Zimmer, wir verstecken uns vor Bekannten, wir verstecken uns sogar vor Gott. Und wir können nicht siegreich sein. Aber die Bibel sagt, aber die auf dem Herrn hoffen. Das ist mein Gebet. Er sagt, ihr begreift ihr nicht oder habt ihr nie gehört, der Herr, der ewige Gott, er ist der Schöpfer. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich. Dieser Gott hat eine Verheißung in deinem Leben. Dieser Gott hat eine Berufung in deinem Leben. Und er glaubt an dich, aber oft glauben wir nicht. Wir glauben nicht mehr, dass wir können, dass wir sind. Wir müssen wieder auf Jesus schauen. Auf Gott schauen, nicht zulassen, dass Nachrichten, sei es Politik, sei es Zukunft, sei es Verschwörung, sei es nicht schwören, dich entmutigt. Nein, wir schauen auf Gott. Wir lassen, dass Gott uns führt. Sein Wort ist wahrhaftig, seine Zusagen sind gewiss. Oh, Gloria, und bei ihm sind wir mehr als Überwinder. Amen.
Oh, Gloria, Halleluja, Vater im Himmel, danke, Herr, danke für dein wunderbares Wort, Herr, und dass uns das immer wiederum ermutigt, Herr, und dass wir wirklich diese Kraft in dir haben dürfen, Herr. Vergib es, Herr, wenn wir es vergessen haben. Vergib, Herr, wenn wir, Herr, von Umständen, Situationen geprägt wurden, Herr, und wir zugelassen haben, dass unser Herz, unser Gemüt entmutigt wurde, dass wir müde geworden sind, dass wir uns hingesetzt haben, dass wir, oh Herr, nicht mehr die Erwartungen haben, Herr, in dir, Herr, vergib es uns, Herr, wir so schnell lassen wir uns von dem Falschen beeinflussen, beschenk uns den Geist der Unterscheidung und der Erkenntnis und dass wir erkennen können, Herr, welches deine Worte sind, dass dein Wort wirklich gefestigt ist in unserem Herzen und dass dein Wort unseres Fußes leuchtet, dass wir in dieser deiner Kraft gehen, Herr, das wahre Evangelium in unserem Herzen haben, dass wir Träger der guten Botschaft, der guten Nachricht sind, Herr, und dass wir wirklich einen Unterschied machen dürfen, wo immer du uns hinstellst. Herr, wir beten einfach, Herr, dass du uns erneuerst. Führ uns zurück zu dieser ersten Liebe, Herr. Führ uns zurück zu dir, Herr. Herr, vergib uns, Herr, wo wir müde geworden sind, wo wir lau geworden sind, wo wir entmutigt geworden sind. Herr, vergib es uns, Herr. Wir brauchen so dringend diese Begegnung. Herr, und dass wir aufschauen zu dir, dass wir am ersten nach deinem Reich trachten, dass du die Nummer eins bist, Herr, dass wir Freude haben, in Gemeinschaft bei dir zu sein. Dass wir Freude haben im Gebet, beim Bibellesen, Herr. Freude haben, Herr, in Gemeinschaft mit den Geschwistern, Herr. Vergib, Herr, da, wo wir so oft so kritisch, so murrend, so anklagend sind. Herr, so fordernd stehen, Herr. Vergib es uns, Herr. Herr, wir brauchen eine neue Begegnung mit dir. Und öffne unser Herz, Herr. Herr, dass wir wirklich diese Freude in dir haben. Dass wir uns erneuern lassen in dir. Dass wir gestärkt werden in dir. Und dass wir gehen möchten in dieser deiner Kraft, Herr. Herr, auch wenn die Umstände und Situationen nicht immer so sind, wie wir uns das gefällt. Aber Herr, unsere Augen sind aufgerichtet zu dir. Herr, wir wissen, du hast das Beste für uns vorbereitet und wir sind Sieger und Überwinder in Jesus Christus. Oh, Gloria. Herr, wir sind wir doch privilegiert, dass wir dein Wort haben, dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen, dass es uns hier so gut geht. Herr, und vergib, wenn wir trotzdem murren und meckern. Herr, und immer finden, es könnte anders sein. Sondern dass wir lernen, Herr, und dazu beitragen, dass dein Reich gebaut wird, dein Name verherrlicht wird, Herr, dass wir wirklich in dieser deiner Kraft gehen, die Freude am Herrn haben, die ja den Frieden, Herr, verbreiten können, dass wir Träger der guten Nachricht sein möchten. So hat deine schützende Hand über deine Kinder, über deine Gemeinde, Herr, wir brauchen die Anleitung von dir. Wir wollen lernen, in deinem Gehorsam zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.